Ich begrüße euch zu einer weiteren Let's Replay-Folge von Sonic Mania. Das ist am 9.12.2019. Ja, ich habe heute mal keine Lust, Crash Bandicoot Insane Trilogie zu zeigen, weil ihr könnt mal halt für diesen Part, den ich gestern da gezeigt habe, so 5 bis 6 Daumen nach oben da lassen. Dann gibt es auch einen weiteren Insane Trilogie-Part. Und zwar den letzten. Der ja erstmal die Woche nicht kommen wird, das ist wisst. Und deswegen gibt es heute jetzt erstmal einen Sonic Mania-Part. Mittwoch den nächsten, nee, nicht Mittwoch, Donnerstag denn den nächsten, ja, dass ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall, wenn ihr euch auf diese Folge gefreut habt, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Abo und natürlich eure Meinung. Let's go! Letztes Mal haben wir ja Press Garden abgeschlossen. Sind mit dem magischen Rubin-Artefakt in die Zukunft gereist und hier in dieser Zone gelandet, in die Zukunftszone namens Stardust Speedway. Ja, wir rocken die mal. Ja, ich drehe jetzt diese Folge euch für heute und dann habt ihr erstmal Zeit, die zu bewerten. Die Tage. Und natürlich kommt Crash Bash, ist ja klar, es kommt sowieso. Aber wie gesagt, ich werde definitiv euch diese Folge heute präsentieren. Deshalb machen wir die heute mal ein bisschen länger als sonst. Ja, mal gucken wie lang, mal schauen wie lange ich Lust habe. Mal sehen, wo es hier hingeht. Das erinnert mich an Marvel Garden. Irgendwie so, diese ganzen Hänge hier. Ja, so ein bisschen, finde ich das schon. Ach, hier ruf. Ja, perfekt. Läuft ja. Oh, scheiße. So, rüber hier. Hier lang. Alles sehr interessant aufgebaut. Ich will einen Boss besiegen. Das ist jetzt gerade meine große Lust danach. Meine riesige Lust darauf. Ich frage mich noch, wie weit das hier noch geht. Zack. Und zack. Und Kalabem. Da will ich nicht rein, sondern einfach weiter. Gib mir jetzt einen Bosskampf bitte, der auch episch genug ist, um mich als Knuckles auszuweisen. Und ich habe natürlich meine Ringe verloren, das ist so blöd. Egal. Egal. Ja, läuft. So, hier hin. So, hier sind wir schon. Ging aber echt verfickt schnell. Oh, ich muss ihn erwischen. Ah, ich hab ihn. So, komm bitte, du blöde Glühbirne. Ha! Komm, ich will ihn besiegen. Ja, das ging aber schnell. Schnell vonstatten. Jetzt waren wir im Past und jetzt reisen wir in Future, also halt in die Zukunft. Ach, wir waren in der Vergangenheit, verstehe. Past ist ja Vergangenheit. Und Future ist ja Zukunft. Stimmt, so war das. Jetzt kann ich mich da dunkel dran erinnern. Ein bisschen schon.
So wartete, ja. Aber es ist geil, so die Zukunft. Irgendwie. Weißt schon, dass ich meine Zukunft auch anders gestalten werde? Ich wünschte mir fast sogar manchmal, ich könnte Zeitreisen machen. Hätte die Sachen, die ich gemacht habe, ungeschehen zu machen. Wäre schon cool, wenn man das könnte. Ah, naja. Ist nur alles Zukunftsmelodie. Ich habe nur halt so weit vorausgesponnen, da ich einfach mal dran geglaubt habe. Komm, Rakete, bring mich dahin. Kommt man überhaupt hin? Nee. Ganz schön verwirrend aufgebaut. Sehr verwirrend gemacht. Mitte. Mitte, Alter. Jetzt. Läuft, Knuckles. Ach, Metal Sonic dürfen wir besiegen, ja klar. Kennen wir ja, ist auch ein altbekannter Charakter. Okay. Los, Knuckles, wir werden ihn besiegen. Das ist so mein Ziel. Wie weit geht denn das Ganze? Ja? Ach, das ist interessant. Okay. Was? Geht auch? Okay. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das kann uns echt noch nach hinten losgehen. Lauf! Ich darf mich nicht treffen, das ist mich geliefert. Jetzt benutze den Phantomrubin. Und damit wird das zu Gigant Metal Sonic. Wie treffe ich ihn denn? Ah, ich weiß wie. Bestimmt das Ding da. Was? Nee! Boah, nö. Ah, ich darf hier nochmal machen. Ah, sehr schön. Das erinnert mich an Sonic and Knuckles mit dem Ending zu Knuckles, wo er gegen Super Metal Sonic gekämpft hat. Oh ja, das ist doch so eine geile Differenz daran, dass ich das noch weiß. Fuck. Ja, da muss ich aufpassen. Ah! Komm schon, bisschen Action hier. Deshalb mache ich den Part auch, um ein bisschen Unterhaltung in die Stimmung zu bringen. So, wenn ich ein Phantomrubin benutzen würde, dann würde ich den ganz anders benutzen. Und zwar, um die Weltherrschaft an uns zu reißen. Was? Oh, ey, komm, Alter. Come on. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie schlecht bin ich denn? Oh, oh. Scheiße. So. So macht man den. Ich verstehe.
okay. Das ist eigentlich sehr leicht. Das ist sehr leicht. Das sagt der Angeber Lord Gamer. Ach man, Lord Gamer, du hast große Sprüche, große Klappe, nicht selten. Aber naja, machen wir so weiter. Verkacken kannst du wirklich im großen Stil. Fuck you. Ich darf nicht zu lange machen. Zum Glück macht er nicht seinen Strahl. Wäre sonst echt Pech für mich. Oh, du sollst dich umdrehen. Danke. Und schon. So, jetzt habe ich ihn nochmal. Jetzt macht er wieder seinen Traktorstrahl. Ah. Boah, ich bin einfach dumm. Ich bin ein dummes Kind, was es überhaupt nicht kann, ey. Hey, dann kann ich mich aufregen. Entschuldige, aber das ist doch einfach nur erbärmlich. Mann, Alter, ich raff das auch nicht. Wann ich den treffen soll. Warte. Okay. Hey. Junge, was machst du denn? Das lässt du spielen? Sag nur, lasch! Lasch und irgendwo lane. Okay, kaputt, fast. Flieg! Flieg und sieg! Noch ist er nicht down. Ja, er ist tot. Leck mich. Du dummer Scheißgegner. Wie ich dich hasse. Alter. Wow. Das war schon mal so viel dazu. Ja, jetzt ist Schluss vorbei. Nein. Jetzt reisen wir natürlich weiter. Bin mal gespannt, wohin. Ah, Hydro City. Ach, die können wir noch machen. Kenn ich auch. Ist auch eine Zone aus Sonic the Hedgehog 3. Das weiß ich. Ja, wenn ihr weitere... Oh, Alter. Wenn ihr weitere Parts oder Projekte von mir nicht verpassen wollt, müsst ihr diesen Kanal abonnieren, so seid ihr auf dem aktuellsten Stand im Laufenden, was ich so mache. So kriegt ihr dann auch jeden einzelnen Punkt mit, den ich hier an Let's Plays mache. Oder allgemeine YouTube-Videos. Ja, okay. Braucht Luftblasen. Zack. Mal sehen, wie lange ich hier... Oh. Nein! Ich hasse dich, du dummer Fisch. Der zieht mir echt die Ringenergie ab. Nö. What? What? Nee. Das halte ich jetzt echt... Das halte ich jetzt für einen Scherz. Ach du Scheiße. Oh, oh, das ist nicht gut. Meine Damen und Herren, jetzt habt ihr live ein Game Over von mir bekommen. Ist das nicht schön? Nee. Ach, ey. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wirklich mal. Ja, es war einfach nur... Echt einfach nur schlecht.
Sollte es so sein? Glaube nicht. Och, hör auf mich festzuhalten, dumme Qualle. Ja, flieg in den Stachel. Wunderbar. War ja schon eine Schande genug. Diese Viecher hasse ich. Danke. War ja eine Schande schon genug, gegen Metal Sonic zu verlieren. Und mal ganz im Ernst, das hätte ich echt besser machen können. Oder das? Diesmal gehe ich nach rechts. Ja. Ich glaube, das ist... Oh oh. Das ist einfach die bessere Optionsmöglichkeit, die ich hatte. Oh, Wasser abgelassen. Halt. Und eine Blase. Eine Luftblase. Oh, das war verdammt knapp. Aber haben sie eigentlich ganz gut gemacht für, ich nenne es mal, Remake. Verdammt, ich brauche Luftblase. Ich gehe unten lang. Hm, du kleine Scheißqualle. Machst mir das Leben zur Hölle. Dein Ernst? Oh, oh, das ist... Alter, bitte, ich brauch das. Boah, knapp. Knappe Geschichte einfach. Jetzt komm. Gib mir doch mal bitte eine Luftblase. Danke. Das ist ja ganz schnell hoch. Sehr gut gemacht, Knuckles. Wohin geht das hier noch überhaupt? Ja, ich frag mich das nur gerade, weil das... Ich hab irgendwie so ein Gefühl, es geht hier echt in die Unendlichkeit. Schon so die ganze Zeit. Oh, 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 nicht zertwitschen lassen, nee. Nicht so eine gute Idee. Ganz schnell hoch. Jawohl. Ich hab's so gewusst, ey. Ich hätte so schnell sein müssen. Fuck. Ja, war so klar. War klar. Ey, die Zone will ich jetzt nicht verkacken. Ach ja. Wenn ich jetzt echt noch Game Over gehe, dann halte ich das echt für einen Witz, was ich hier heute abgeliefert habe. Spring doch einfach mal, anstatt da auf einer Stelle stehen zu bleiben. Findest du nicht irgendwo langsam lame, Knuckles, dass du immer der Zweite bist? Der ist doch so. Komm hoch. So, den habe ich ihn getroffen. Bombe nicht, sondern ihn.
Da war es in Sonic Sideshow 3 so, dass er uns mit seinem Wirbel und seinen Bomben genervt hat. Nee, die Bombe will ich nicht haben, weg damit. Ihn hier. Bombe weg. Er. Nein, die Bombe nicht, sondern ihn hier. Ja, das war's. Oh, wenn ich den zweiten Act auch noch schaffe, wäre das auch nicht schlecht. Aber ich glaube nicht so daran. Nö. Weil ich habe ja keine Ringe. Was mir da gefällt, sind die Kerzen da. Die müssen mit Fenster. Das sieht aus wie so eine Kirche irgendwie. Aber nur halt als Unterwasserpalast getarnt. Vermutlich. Hey, ich brauch Ringe. Ringe sind das Leben. Aller Lebens. Da, 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 da. Lass mich los. So. Hoch hier. Jawollo. Und weiter. Ja, prima. Passt ja. Ich riskiere das jetzt mal ohne Continue. Weil ich mir jetzt nicht extra ein Continue holen, wo ich mir dann denke, ach nö, brauche ich nicht. Finde ich absolut unnötig. Hört sich an, irgendwie immer so, wenn man so die Modus-Musik hört von Knuckles oder von Sonic, so. Finde ich, hören sich zwar gleich an, aber ich finde, es hört sich an wie so der Kyubi-Mode aus Naruto. Ihr kennt doch bestimmt Naruto. Ich hab Naruto echt gesuchtet. So wie Naruto Shippuden. Und die Soundtracks dazu, die sind mega Hammer. Da habe ich mal so eine YouTuberin gesehen namens, wie hieß sie? Yonsha? Ja. Auch eine richtig geile YouTuberin, die MW-Videos macht. Ich habe die auch alle gesehen, echt absolut. Die geht da ab, ey, das ist dann wieder normal. Also ich finde die cool. Mal ganz ehrlich, ich habe die auch abonniert. Müsste man auch in meiner Abo-Box zu finden haben. Oder zu finden wissen. Apropos, wollt ihr, dass ich Freitag einen Stream mache? Könnt ihr auch mal reinschreiben. Nur wenn ihr wollt, aber kein Pac-Man wird, das mache ich erst im neuen Jahr weiter. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich werde jetzt irgendein random Spiel nehmen, wenn ihr euch nicht entscheidet, und werde das dann im Stream spielen. Aber welches genau? Lasst euch überraschen. Kommt nur immer drauf an, wie viel ihr für dieses Video Bewertungen schenkt. Ja, ich habe ja in den letzten beiden Folgen gesehen, dass ihr die nicht bewertet habt. Und das finde ich absolut schade. Da muss ich so irgendwo sagen, warum hat man am Anfang das so gut bewertet und danach nicht mehr? Das ist so ein Punkt, wo ich mir so die Frage stelle, was ist da los? Da weiß ich schon wie. Das Ding hier. Ja, das brauche ich. Ich brauche den Teil. Wo ist denn das? Okay. Luft. Ich brauche noch mehr Luft, bitte. Sonst bin ich geliefert.
Ich brauch Luft, verdammte Scheiße. Oh ja. Dankeschön. Der nächsten. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, das war's. Das will ich ihm sehen. Oh, wie soll ich das denn machen? Ich hoffe, das schaffe ich. Scheiße. Ich brauche Ringe. Naja, Leute. Ich beende diesen Part. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Der etwas längere. Aber rechnet damit, dass spätestens Donnerstag die nächste Folge kommt. Zu dem hier. Ja. Nun dann. Weil zu Insane Trilogie habe ich im Moment auch keinen Part mehr aktuell und deswegen kann es durchaus vorkommen, dass jetzt mal bis Freitag kein Insane Trilogie Part kommen wird. Aus dem Grund, ich habe keine Zeit dafür. Schon mal das eine. Und das zweite, ihr müsst mehr Bewertungen da lassen, dann kommt ja auch definitiv der letzte. Aber das wird ein Part werden, kann ich euch schon mal jetzt sagen. Der wird lang werden. Da wird auch meine Review lang werden und auch meine Meinung dazu. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. So ein bisschen Unterhaltung und so. Ich hoffe es inständig. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Mir einen Kommentar schreibt endlich, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ob ihr auch was anderes nach Sonic Mania sehen wollt, schreibt mir das auch mal rein. Ansonsten wäre gut, wenn ihr dieses Projekt supportet, einen Daumen nach oben da lässt und dass ich sehen kann, dass es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Also Leute, schönen Tag noch, haut rein, schönen Abend noch, was auch immer. Bis dann und